Hallo lieber Waage, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven, ja, deine berufliche und finanzielle Situation anschauen für den Monat August 2023. Bitte bedenke, liebe Waage, dass alles, was ich jetzt hier preisgebe, kann nicht hundertprozentig mit dir resonieren. Was du aber machen kannst, ist, hör dir deinen Aszendent und deinen Mondsternzeichen an, ja? Du kannst das Ganze valutieren und das dann umsetzen, so wie du das brauchst. Ich fange an mit diesen wunderbaren, riesigen Orakelkarten. Mal schauen, was das Universum dir jetzt gerade schicken möchte für eine Botschaft, was du jetzt gebrauchen könntest, ja? Wenn du sagst, ja, Katja, das passt zu mir, dann setzt du es um. Und wenn nicht, dann lässt du es auch gut sein, ja? Man sollte sich niemals erzwingen bei einer Legung. Nur wenn es passt. Vertraue dir selbst. Du weißt, was zu tun ist. Das ist eine schöne Message, ja? Also das Universum sagt, vertrau deiner inneren Stimme. Du bist genau richtig. Wenn du jetzt etwas fühlst oder wenn du jetzt etwas vorhast, ja, liebe Waage, und du sagst, ich vertraue meiner inneren Stimme, ich weiß, dass ich richtig liege, dann tu das, ja. Das könnte ja auch eine Situation sein, die nichts mit deiner beruflichen oder finanziellen Situation aktuell zu tun hat, sondern hier auch mit deiner zwischenmenschlichen Beziehung, ja, was du gerade fühlst, was du gerade durchmachst in deinem Leben, auch familiärisch, ja. Also du setzt das bitte da um, wo du das für dich brauchst. Aber das ist jetzt hier eine wirklich schöne Message, ja, weil du solltest hier dir selbst vertrauen, ja. Du weißt ganz genau, was für dich richtig ist und was falsch ist, ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns weitermachen mit diesen wunderbaren Orakelkarten, die extra gedacht sind für deine berufliche und für deine finanzielle Situation. Du weißt auch ganz genau, nicht jede Situation muss mit dir resonieren. Du kannst auch sagen, nur eine Karte resoniert oder gar keine, ja? È il momento giusto per azzardare, coraggio. Siehst du, wie die Karten alle resonieren? Ich bin immer sehr, sehr glücklich, wenn das so läuft, ja, weil man merkt einfach, wie die Resonanz da ist bei den Legungen. Und du merkst hier, so, liebe Waage, kurze Unterbrechung, die Speicherkarte ist voll. Ich habe geredet und weitergeredet und habe das aber dann irgendwann mal gemerkt. Zum Glück, weil ich öfters reinschaue, weil jetzt auch sehr viele Videos gerade verarbeitet werden von mir. Also ich drehe gerade sehr viele Videos. Auf jeden Fall, du hast jetzt hier die Karte, die sagt, das ist der richtige Moment, ja. Hab diesen Mut. Du kannst jetzt hier riskieren, ja? Also, wie gesagt, du kannst jetzt hier eine Situation haben, liebe Waage, in der du riskieren kannst, in der du etwas vorhast. Ich weiß ja nicht, was es ist, aber laut den Karten ist es der richtige Zeitpunkt. Also, du solltest hier keine Ängste haben. Vertraue diese innere Stimme, vertraue diese Stimme, die dir jetzt sagt, mach das, ja? Okay, gut, jetzt nehmen wir dann nochmal eine Karte. Ich bin jetzt gerade am Mischen. Ich mische hier nochmal und nehme dann noch eine andere Karte. Lascia questo lavoro e cerca un altro. Also, das gilt aber jetzt nicht für alle, ja? Wenn du jetzt sagst, weil das könnte ja auch zusammenhängen, wenn du jetzt sagst, Katja, ich bin nicht mehr fröhlich da, wo ich bin, oder ich bin nicht mehr zufrieden, dann sagt diese Karte, lass diesen Job los und finde dir einen anderen Job, der zu dir passt. Das könnte auch gut sein. Diese Karten können zusammenhängen, dass du jetzt bereit bist zu agieren. Ja, ich gucke die ganze Zeit, ob es aufnimmt, weil da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil ich habe schon vorhin richtig viel geredet. Aber auf jeden Fall, ja, liebe Waage, für dich, wenn du jetzt in diese Schwierigkeiten bist, ja, indem du sagst, ich passe nicht mehr da, wo ich bin, mir gefällt es nicht mehr, ich bin unglücklich, dann solltest du hier dich nach einem anderen Job nachschauen, ja. Wenn du jetzt aber sagst, Katja, ich bin zufrieden, ja, bei mir passt alles, dann ist es hier nicht deine Energie, dann passt vielleicht nur das zu dir, ja, dass du jetzt sagst, es ist der richtige Moment, wenn ich jetzt hier etwas riskieren möchte, vielleicht habe ich eine Idee, ich möchte etwas beitragen in meinem Job oder ich habe hier andere Situationen, in denen ich jetzt hier auf meine innere Stimme hören soll, ja. Sehr wichtig. Troverai un altro lavoro. Also du wirst ein anderer Job finden. Also ich weiß es ja nicht, liebe Waage, was du gerade tust, ja, wo du dich gerade befindest. Du kannst es mir auch gerne kommunizieren. Aber ich habe hier ein großes Gefühl, wie wenn jemand nicht zufrieden ist mit seinem Job. Ja, oder irgendetwas stimmt nicht mehr. Und hier sagt auch die Karte, du wirst einen neuen Job finden. Aber erstmal solltest du dich auch entfernen von den alten, aber auch
wie sagt man das, Bewusstsein, was du auch willst, ja, weil du kannst ja nicht einfach so von heute auf morgen das tun oder auch denken, dass du, wie sagt man das, ohne dass du dich anstrengen tust, ja, etwas findest. Man sollte hier etwas tun, das ist ja wichtig, ja. Ohne etwas zu bewegen, kommt nichts, ja. Und das Einzigste, was du hier machen kannst, ist wirklich auch zu schauen, was will ich? Was will ich werden? Ja, diese Frage, die können wir uns auch mit 40 oder mit 50 fragen. Ja, was will ich werden? Auch wenn du jetzt schon älter bist, es ist egal, das spielt gar keine Rolle, wie alt du bist. Es ist wichtig, dass du das tust, was dir Spaß macht, weil immer mehr Menschen merken das, dass sie in einem Beruf zugeschlossen sind und vor allem dieses Luftelement, sage ich immer, Waage, Zwillinge, was auch immer, das sind einfach Menschen, die dieses Freiheit auch wollen, ja? Gefällt mir dieser Job? Erfüllt mich dieser Job? Gibt mir dieser Job auch die Freiheit, die ich will? Vielleicht ist es auch so, du hast nicht diese Freiheit, weil du ein Hobby hast. Stell dir jetzt mal vor, du machst hobbymäßig auch noch etwas, ja? Das habe ich ja früher auch gemacht. Ich habe Karten gelegt und dann habe ich auch noch gearbeitet. Wow, ich hatte null Zeit. Ich hatte nicht mal dann meine Freizeit für mich, weil für mich war Kartenlege Freizeit. Ich habe das geliebt. Ich liebe das, ja. Und man merkt es ja auch, wie ich rede mit euch, weil ich das über alles liebe. Aber wisst ihr, wenn das dann so wird, dass es mit der Zeit knapp wird, weil man hat ja nicht nur einen Job und ein Hobby, man hat auch Familie, man hat auch Kinder. Ich rede jetzt auch hier für die Frauen, ja, die hier auch einen Haushalt haben, die auch jemanden haben, in dem sie sich kümmern sollten, ja. Also das kannst du nicht einfach so locker machen, ja. Also deswegen ist es wichtig, dass du hier dir bewusst wirst. Und wenn du hier schon die Entscheidung hast, glaube daran, hab Vertrauen in diese Situation, ja, weil du weißt es besser als je jemand anderem, was du wirklich willst. Kein anderer kann wissen, was in deinem Herzen drin ist, ja. Keiner kann sagen, hey, du hast das in deinem Herzen. Nur du spürst diese Liebe, ja. Also zumindest empfehle ich es immer, ja, weil wenn man einen Job hat, den man liebt, den man gerne macht, ja, dann ist es ja auch schön, dass du morgens aufstehst und sagst, guck mal, ich bin da. Weil was ich auch gelernt habe, das sage ich auch sehr viel immer auch weiter oder ich gebe das immer weiter. Wenn ihr einen Job habt, ja, in dem ihr nicht glücklich seid, entweder ihr habt zwei Optionen, ja, entweder ihr versucht diesen Job langsam zu akzeptieren, ja, indem ihr euch bewusst wird, okay, dieser Job bezahlt meine Rechnungen, aber ich werde mit der Zeit neuen finden oder tatsächlich ihr verlässt diesen Job. Weil das geht nicht von der Energie her, weil du tust etwas ungerne, ja, und das hat dann auch Nachteile. Also viele Menschen merken das nicht, aber das hat auch einen Nachteil finanziell. Du merkst dann, dass das Geld irgendwie immer fehlt oder dass das Geld immer weg ist, ja, weil die Energie quasi das mitbekommt, das Universum bekommt alles mit und dass du auch, ja, psychisch, auch mit dir selbst, du bist nicht mehr zufrieden. Also du verlierst an Kapazität, du sagst, boah, mir ist langweilig, ich habe keine Lust, ich mache einen Job, der ständig langweilig ist, ja. Also der ist nicht mehr meins. Und deswegen sage ich ja, es sollte einem bewusst sein, will ich diesen Weg, will ich diesen Job oder will ich eher etwas anderes machen, ja. Also das ist eine Sache, die wir alle durchgehen. Wir sind alle mal durch diese Situation durchgegangen, ja? Ich selber auch, jeder von uns, jeder Einzelne, ja? Für dich, was erwartet dich? Du nimmst mir hier auf, ja. Was erwartet dich im August 2023? Liebe Wacke, du hast sehr schöne Karten, aber es liegt in deiner Hand. Ja? Ich kann dir jetzt nicht sagen, was du willst. Ja, das ist ja das. Du bist gerade irgendwie in einer Situation, in der du traurig bist. Ja, dispiacere, du bist sehr enttäuscht. Aber diese Enttäuschung kann ja auch von der Arbeit kommen. Kann ja auch von den Personen kommen, die du hast als Arbeitskollegen. Ja, und hier sind aber auch Neuigkeiten gleichzeitig. Ja, hier kommt eine neue Angelegenheit. Ich sage mal so, liebe Waage, es kommt eine Angelegenheit, die tatsächlich dir etwas bringen kann. Vielleicht ist es ja auch so, du wirst von Freunden etwas hören, dass jemand gesucht wird oder jemand bietet dir hier etwas an. Und du bist gerade dabei, diesen alten Job zu verlassen, aber überlegst dir das noch. Du bist noch am Überlegen, soll ich oder soll ich nicht? Verstehst du, was ich meine? Und die Antwort, vertraue deiner inneren Stimme. Wenn du das willst, dann tu es auch, ja?
Ja, das hat hier mit Geschäfte zu tun, ja. Also ich weiß jetzt nicht, bist du in diesem Verkauf, Einkauf tätig? Ist es auch so, dass du mehrere Angebote hast? Du hast nicht nur eine Situation. Das könnte auch gut sein, du hast jetzt hier zwei Jobs. Du weißt nicht, welcher besser ist für dich. Ja, das könnte gut sein, erst im September. Meistens fängt man ja dann auch im September an, die neue Stelle. Du hast dir erstmal Urlaub genommen, fährst mal in Urlaub, hast diese Zeit, gönn dir auch diese Zeit und dann wirst du eine Entscheidung treffen. Ja, weil ich sehe hier, du brauchst Zeit. Gambagna Gita. Oh, okay. Okay, guck mal. Das hat man hier sehen müssen in Mato. Du hast ja eine große Arkane, Kompliment. Das bedeutet für dich auch Rotura. Es wird etwas hier kaputt gehen. Etwas in der Routine. Der Narr riskiert, der Narr tut. Ja? Der Narr hat nicht sehr viele Gedanken. Und deswegen sage ich ja, wahrscheinlich hast du in dir einen großen Potenzial. Erkenne diesen Potenzial, liebe Waage. Was willst du wirklich? Auch wenn du jetzt hier etwas anderes machst oder sagst, boah, ich mache etwas Verrücktes, Katja. Ich weiß gar nicht, ob ich das mir traue. Mach das, probier es mal, ja? Eigentlich ist ja da, wo die Seele ist, das ist noch eine große Arkane, dieses Risiko. Die Seele liebt das zu riskieren. Der Verstand nicht. Das Rationale riskiert niemals. Du wirst niemals riskieren als Persönlichkeit, nur als Seele, ja? Also siehst du, das sind keine Zufälle. Diese Karte hat sich selbstständig gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob du hier dann diese Message quasi wahrgenommen hast, ob du jetzt da etwas anfangen kannst, ja? Aber ich denke, du solltest hier auch ein bisschen die Auszeit nehmen, erstmal eine Zeit gönnen, wie gesagt, einen Ausflug oder du gehst für ein paar Tage irgendwo hin, um es dir gut zu überlegen. Und das wird dir gut tun. Verstehst du das, liebe Waage? Diese Auszeit zum Überlegen, was soll ich jetzt machen? Weil hier hast du die ganze Zeit eine Zweierenergie, unentschieden. Ja, ich weiß nicht genau, was ich will. Ja, das könnte aber auch gut sein. Du bist gerade auch in einer Zwickmühle. Ja, diese Zwickmühle. Das ist nicht einfach, liebe Waage. Aber wie gesagt, du hast die Antwort in dir. Hör auf deine innere Stimme. Und el momento giusto, das ist der richtige Moment. Ja, und du hast auch den Narr gehabt. Der ist nicht zufällig rausgekommen. Ich glaube nicht an Zufälle. Ja, liebe Waage, wenn du immer meine Videos verfolgst, weißt du, wie ich denke. Es gibt keine Zufälle. Es gibt auch keinen Zufall, dass du jetzt gerade zuhörst. Ja, weil in dir etwas Klick machen sollte. Ja, das ist ja klar. Ich höre mir auch nicht Videos nur so an. Ja, bei mir macht es dann auch Klick. Ach, Katja, jetzt weiß ich ja. Ich rede auch sehr viel mit mir als dritte Person. Ja, das mache ich sehr oft, weil ich weiß, ich bin nicht die Katja. Ja, ich bin auch Seele. Ja, und dieses Gespräch hilft einem sehr, laut zu reden. Laut. Was will ich denn? Bin ich glücklich in diesem Job? Ich denke nicht, dass du ganz glücklich bist. Ich denke, du suchst nach einem neuen Abenteuer. Du suchst nach einer neuen Occasion, eine neue Situation. Eine neue Situation, in der du aufblühen kannst. Du kannst aber auch überlegen, ins Ausland zu ziehen. Oder mal in einer anderen großen Stadt zu gehen. Verstehst du das? Vielleicht ist einfach dein Platz nicht da, wo du gerade bist. Okay? Das könnte hier auch der Schlüssel sein. Liebe Waage, das war hier deine Legung. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein. Manchmal ist es gar nicht so einfach, die Dinge zu erklären. Ja, Deutsch, Italienisch, weil, ja, ich denke sehr viel Italienisch. Ja, also Sizilianisch, auch meine Muttersprache. Ich lese aber auch sehr viel. Das ist normal, ja, aber ich bin hier aufgewachsen. Also versteht mich auch, ja, wenn ich jetzt die Wörter manchmal auch mische, weil wie gesagt, ich sollte das dann übersetzen, dann kommt es von alleine. Aber das Wichtigste, auf was ihr achten solltet, ist, resoniere ich mit der Legung? Ist das überhaupt meins, ja? Was sagt die Katja hier? Ich denke, es gibt keine Zufälle. Auch wenn es nur ein Wort ist, liebe Waage, setze es um, ja? Mach daraus einen Schatz. Fai un tesoro. Ich sage immer, es gibt wirklich manchmal, auch wenn es nur ein Wort ist, der bei uns Klick macht und uns weiterführt, Ideen. Weißt du, wie oft ich mit Kunden zu tun habe? Und diese Kunden spiegeln mich auch. Wow, du wirst es nicht glauben. Ich werde immer baff, ja, indem die Kunden mit mir auch sich spiegeln. Ja, weil das ist klar, wir gehören alle miteinander irgendwie in einer Energie. Ja, wir haben alle dieselbe Geschichte, okay? Ich bin nicht besser als du, nur weil ich Karten lege. Das sage ich jedes Mal, ich das kann. Ich bin ein Mensch, so wie du. Ich habe auch meine Schwierigkeiten. Nur
Das ist ja so, jeder Mensch hat eine andere Seele. Das ist nicht gleich. Ja? Jeder von uns hat eine andere Seele, geistig eine andere Evolution. Deine Seele ist vielleicht schon öfters gekommen. Meine Seele ist vielleicht von woanders. Ja? Also jeder von uns, ja, hat eine andere Seele und eine andere geistige Evolution. Wir sind hier gekommen, um eine andere Mission zu machen. Ja? Da sind wir uns nicht ähnlich. Also wer so einen Scheiß sagt, der versteht gar nichts von Seelen, ja. Ich sage das ganz ehrlich, wie das ist. Ich lese sehr viel und nicht alle Menschen, das ist immer dieses New Age, wir sind alle gleich. Nein, wir sind nicht alle gleich seelisch und von der Geistige, ja. Okay, liebe Waage, das war hier deine Legung. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem kleinen Jahr. Ich freue mich wahnsinnig über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.